das ist jetzt ein bisschen länger gemacht und ansonsten wegen Zugeburtsstufe und so, da kommt man nachher, oder? Irgendwie ein etwas anderes Gefühl am Vorderrad. Irgendwas war da komisch. Das ist geil. Viel zu wenig Öl gegangen. Die ist ja leer. Was ist jetzt, wenn die Gabel wieder rauskommt von selber? Sollen wir vom Federbein an uns Helm mitmachen oder? Muss gemacht werden, wenn ja, dann. Du willst das nicht. Dämpfung schadet nicht schlecht, aber wenn wir jetzt das Setting aufmachen und mal reinschauen, dann schadet es auf jeden Fall nicht, wenn wir dann schon viel wechseln. Ne? Herzlich willkommen bei diesem Video. Heute geht es einmal darum, dass wir einen Kunden haben, der hat zwei identische Motorräder. Allerdings beklagt er so ein bisschen, dass das eine Motorrad nicht so fährt wie das andere, obwohl eigentlich die Bikes wirklich komplett identisch sind und auch die gleichen Bauteile verbaut sind. Deswegen warten wir mal ab, der wird gleich kommen und dann schauen wir uns die zwei Bikes einmal an, ob es da denn Unterschiede gibt und ob denn da vielleicht irgendwas vergraben ist, was keiner von uns weiß. Bleibt dran, spannendes Thema. Ja, freut mich, Christian, dass du hierher gefunden hast mit deinen zwei fast identischen R1, bis auf dass die Regenreifen drauf hat und die Slicks. Was hast du vor? Regenmotorrad, Trockenmotorrad oder was genau? Naja, interessanterweise, und das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin, ich habe die auf Regen umgerüstet vor 3 Wochen in Brünn. Das war auch gut, wir hatten Regenrennen tatsächlich. Weil ich im Trockenen von der Bremsstabilität her nicht klar kam. Also ich habe ja extra zwei identische, wenn was ist, dann kann ich wechseln oder wenn er mal eine wegschmeißt. Und in Brünn wollte ich eigentlich mit der Maschine fahren. Mhm. Die ist auch gerade wieder frisch von Yard sauber aufgebaut worden, nachdem ich damit ein kleines Malheur hatte. Aber ich habe gemerkt, die Bremsstabilität war nicht da und das Vertrauen war nicht da. Und deswegen habe ich sie dann stehen gelassen und habe mir die andere genommen. Das lief direkt viel besser. Und habe mir gedacht, komm, dann mach hier eine mit dem Regensetup fertig. War gut, denn wir hatten Regenrennen tatsächlich mit Katja und Dennis zusammen, die ja schon bei dir waren. Und da konnten wir auch tatsächlich den ersten Platz dann in unserer Klasse holen. Das war super. Und du hast mir beide Maschinen, einmal ein Pannonia-Ring, du hast mal ein kurzes Grundsetup gemacht, als wir in der Box waren. Und ich wollte erst mal wissen, stehen die beide überhaupt noch gleich? Weil die hat sich vorne, gerade auf der Bremse, so anders angefühlt. Und ich möchte jetzt einfach wissen, was kann man vielleicht sonst noch am Fahrwerk machen? Wir haben mal drüber gesprochen, ich will mal rumkommen. Und das hat sich jetzt angeboten. Ist der Plan grundsätzlich jetzt, um zu sagen, okay, machen wir das Motorrad als Regenmotorrad und das als Trockenmotorrad? Nein, oder? Ich möchte schon die Möglichkeit haben, beide im Trockenen zu fahren. Okay. Regen, das war jetzt einmal so ein Ding. Beide sollen gleich sein und beide sollen mir genug Vertrauen geben. Okay, beide also, gleich. Regen ist keine Präferenz, gar nicht. Ich sehe jetzt gerade, dass der Gabelüberstand, glaube ich, bei der hier mehr ist. Okay. Und die steht quasi, das ist der erste Blick, der Gabelüberstand ist hier ein bisschen höher, das heißt, das Motorrad ist hier, also dieses Motorrad ist vorne einen Tacken tiefer. Okay. Was dir vielleicht dann auch diese Minimum schlechtere Bremsstabilität bei der gegeben hat. Okay. Ja, wo du jetzt gerade gesagt hast. Es ist nicht viel, aber durchaus, das reicht schon, dass es einen Unterschied macht. Das ist die Kayaba-Gabel mit der Öhlins Open Cartridge. Die Kayaba-Gabel, die ist ein bisschen kürzer im Gesamten als die Öhlins-Gabel. Okay. Und deswegen machen wir die vom Außenrohr her immer bündig mit der Gabelbrücke. Okay. Und das ist da kommt schon, das Motorrad ein bisschen höher? Genau, das ist da schon ein bisschen ein Problem. Dann würde ich sagen, damit wir mal eine Basis haben, bauen wir auf jeden Fall von beiden Bikes die Federbeine aus, messen die mal in der Länge, dass wir wirklich wissen, wie lang sind die Federbeine, weil da ein halber Millimeter macht großen Unterschied.
dass wir mal wissen, weil so können wir es nicht nachmessen, das sehen wir so nicht. Dann messen wir mal, was für Federrate eingestellt ist, für Federrate drin ist, mit welchem Preload eingestellt ist. Tun wir die Stoßdämpfer mal in den Prüfstand rein, überprüfen die mal kurz, tun auch im Notfall das Setting nacharbeiten. Und jetzt ist die nächste Frage, die ich habe. Ich habe nämlich auch die nächste Baustelle, aber frag ruhig erst. Ja, du fährst ja jetzt direkt nach Rijeka. Genau. So, und in Rijeka ist es halt so, dass du theoretisch, ich glaube, ich habe schon mal angesprochen, eine eigene Federrate brauchst. Wegen den Steilkurven und der höheren Kompression hast du mir erklärt. Du hast eine irrsinnige Kompression durch diese, das teilweise fällst da um 2-3 Meter von innen nach außen. Also so richtige Steilkurven, die geben starke Kompression ins Motorrad. Dadurch brauchst du in Rijeka tendenziell eine höhere Federrate als woanders. Aber du hast ordentlich abgenommen, habe ich gesehen. Ja, das heißt, immer noch zu viel drauf. Also nicht schlecht. Und die 95er Federn, die jetzt verbaut sind, die wären für die normalen Rennstrecken eigentlich top. Okay. Aber für Rijeka könnten wir auf 100 gehen. Okay. Aber dann hast du natürlich das Problem, dass du dann die 100er Feder drin hast. Muss ich wechseln, bevor ich dann... Genau. Dann musst du quasi, wenn du dann Spanien wieder fahren. Irgendwo anders hingehst, nach Spanien zum Beispiel, was das ein Anschluss ist, musst du dann quasi wieder zurück auf 95. Es ist die Frage, wie viel ist dir das eine Mal jetzt Rijeka wert? Oder sagst du, nee, das muss ein grundsätzliches Allgemein-Setting sein? Es geht noch nicht mal nur um das eine Mal Rijeka. Ich möchte wissen, wie sich ein anderes Setup anfühlt und möchte auch ein bisschen mehr Verständnis entsuchen. Also deswegen dann jetzt gerne eine härtere Feder und nachher müssen wir halt wieder zurückrüsten, bevor es nach Spanien geht. Ich möchte so viel wie möglich über das Ding kennenlernen und mich daher auch selbst ein bisschen verbessern. Okay. Ich habe nämlich auch hinten noch ein Problem. Okay, welches? Und zwar... Wie immer, alle klagen ja über Grip, aber ich habe gerade in Brünn 2-3 Stellen, wo ich beim Rausbeschleunigen merke, dass das Hinterrad rausschiebt. Ich bin hinter Katja zum Beispiel hergefahren, gesehen, wann sie ans Gas geht, ich gehe ans Gas. Ich konnte gar nicht so konsequent aufziehen, weil sie ist sauber durchgezogen und da ist es egal, ob ich SC1, SC0 gefahren bin. Bei mir hat das Hinterrad rausgeschoben und nach der letzten Schikane, bevor es den Berg hochgeht, die Schlüsselbein. Genau, hat sie hinten angefangen zu pumpen. Okay, gut zu wissen. Ja gut, Katja haben wir ja schon überarbeitet, die hatte das Setting von uns schon drin, deswegen ist es ein guter Vergleich. Jetzt sagst du, okay, mein Grip ist ein Referenzgrip in Brünn, schwierig zu beurteilen. Ich meine, der Grip in Brünn ist schlecht, braucht man nicht reden. Das Problem hatte ich auch in Valencia, aber das war im März, April. Okay. Da hatte ich die Situation auch schon, dass es hinten rausgeschoben hat. Okay. Ansonsten noch irgendwie Radienführigkeit, wenn du die Bremse loslässt, in der Bremse, in der Kurve drin und an Stützgas gehst und leicht beschleunigst, hast du da das Gefühl, dass sie weit geht oder kannst du die Radien trotzdem... Du, ich komme von einer M1000RR, das Ding ist im Vergleich wie ein Spielzeug, also ich will dahin, wo ich hin will, das kann ich jetzt nicht vergleichen, weil es ist im Vergleich zu der einfach viel, viel besser. Okay, alles klar. Gut, Christoph, dann würde ich sagen, wir bauen jetzt mal beide Federbeine aus, checken die mal nach, messen die nach und dann sprechen wir uns gleich nochmal, ne? Super, machen wir so. Super, dann bis gleich. Was ist jetzt, wenn die Gabel nicht rauskommt von selber? Ich möchte wetten, dass die einen Ritschen hat, nämlich da oben drin. Und zwar, wenn die Innenrohr ins Außenrohr reinfährt und die ins Außenrohr einen leichten Ritschen hat. Ja, wir haben jetzt die Gabel von dem ersten Motorrad ausgebaut. Ich habe relativ schnell festgestellt, dass die Gabel verbogen ist. Und zwar habe ich festgestellt, indem ich das Luftpolster anpassen wollte oder angepasst habe. Und da muss die Gabel ganz eingefedert sein, damit das unbündig ist, dass man schön den Abstand zwischen Gabeloberkante und Ölanfang messen kann. Und als ich das Motorrad dann wieder hochgehoben habe und die Gabel quasi entspannt habe, ist die Gabel oben stecken geblieben. Und das ist, weil hier so eine kleine Ditsche ist. Das heißt, die Gabel ist verbogen durch einen Sturz, da kommt der Lenkerstummel drauf gehauen und dadurch passt quasi das Innenrohr, das Standrohr nicht mehr ordentlich dadurch. Jetzt zwickt das quasi und das ist natürlich irrsinnig schlecht für das Losbrechmoment von so einer Gabel. Ja, und der Kunde hat am Anfang echt gesagt, der Christian, dass das Motorrad irgendwie ein bisschen anders gefahren ist.
war auch ein Setting ein bisschen anders, aber das ist natürlich dann doch ein dementsprechendes Problem. So, und jetzt haben wir auf die Schnelle ein Außenrohr engagiert. Das sind wir gerade schon am Holen nebenbei. In der Zwischenzeit habe ich hier die linke Seite auch zerlegt und gleich serviciert. Machen wir klar, das neues Öl, Simmering, zack, zack, bumm, dass das dementsprechend neu ist. Und ja, und die komplettiere ich jetzt. Und dann mit dem neuen Außenrohr bauen wir die andere Seite zusammen. Kommen wieder rein. In der Zwischenzeit, glaube ich, ist das Federbein schon wieder drin und dann machen wir das zweite Motorrad. Ja, Ausgangssituation ganz klar. Ich wollte erstmal ein professionelles Setup auf meinen Bikes haben. Ich selbst habe leider Gottes da von Fahrwerk nicht wirklich viel Ahnung. Und ich möchte gerne beide Bikes gleich haben, damit ich auch schnell wechseln kann, wenn irgendetwas ist. Und ich weiß, dass ich jetzt nach Rijeka fahre und Rijeka sich ein bisschen tendenziell anders verhält als viele andere europäische Strecken. Und dafür wollte ich ein cooles Setup haben. Zusätzlich hatte ich bei dem linken Bike, mit dem ich im Juni einen Sturz hatte in Brünn, irgendwie ein etwas anderes Gefühl am Vorderrad. Irgendwas war da komisch, ich konnte halt nur nicht festmachen, was da komisch war. Es hat sich nicht genauso angefühlt wie das andere Bike und deswegen bin ich jetzt halt hier. Ich habe gemerkt bei dem linken Bike, dass ich irgendwo, das Ding war nicht stabil genug auf der Bremse. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich hart anbremse, ich komme da nicht mehr ganz in die Kurve rein. Ich wusste nicht warum. Wir haben allerdings jetzt tatsächlich ein paar Dinge gefunden und die sind auch nicht beide gleich abgestimmt gewesen, die Bikes. Bei dem linken Bike, mit dem ich einen leichten Sturz hatte, hat der Matthias jetzt glücklicherweise rausgefunden, dass tatsächlich im rechten Gabelholm eine ganz leichte Delle drin war und deswegen ist das Ding nicht mehr richtig ausgefedert. Ich muss dazu sagen, ich habe die relativ schnell wieder aufbauen lassen. Da auch nochmal ein großer Dank an Yard, dass es in der Sommerzeit und als gerade Suzuka, das Rennen von Suzuka war, dass sie das alles so kurzfristig und schnell auf die Beine gestellt haben. Jedoch bei der Gabel, jetzt am Ende des Tages hat man gemerkt, eine ganz leichte Delle, deswegen ist das Ding nicht direkt rausgekommen. Haben wir gefixt, beziehungsweise eine neue Gabel ist unterwegs, die kommt jetzt heute. Da hat der Matthias zum Glück ein gutes Netzwerk, was sehr schnell tatsächlich da jetzt irgendwo reagiert hat. Und dann sollte das auch in Ordnung sein. Gleichzeitig haben wir dann hinten beim Federbein nochmal einen Service gemacht. Abstimmung beim Federbein war wohl gut, so wie ich gehört habe. Es wird verglichen mit ein, zwei anderen, die hier schon mal ein Federbein gemacht haben. Es ist ein bisschen länger gemacht worden. Und ja, so noch ein paar Sachen, die angepasst wurden. Und haben wir auch gemerkt, dass die Griffe nicht gleich waren. Hinten ist ein anderes Shims-Paket bei der rechten Maschine. Also wir schauen, dass wir jetzt beide auf Stand bringen. Ich bin da echt guter Dinge und bin sehr glücklich, was wir da heute alles rausgefunden haben. Ich glaube, das wird eine coole Sache, wenn das fertig ist. Die letzten Millimeter von der Rebound-Seite zieht schon Luft. Ja, auf der Seite auch 9,5. Links und rechts 9,5. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Cartridge eine andere ist. Zwar die gleiche vom System her, aber eventuell ein anderes Baujahr. Aber das ist nicht schlimm. Ja, kurze Zwischenstatement. Wir haben jetzt halt die Federn tatsächlich an der Vorderachse bei dem zweiten Motorrad. Das ist Nummer 2, ne? Genau, das war immer meine Nummer 1. Okay. Da habe ich mich auch wohler gestellt. Steht nicht drauf, habe ich nicht genau gewusst. Aber ich. Ja. Federn getauscht aus dem Grund. Hier waren 10er Federn drin mit einem 170er Luftpolster und hier waren 9,5er Federn drin mit einem weitaus über 200er Luftpolster. Also die Gabel stand tendenziell quasi dementsprechend viel, 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 viel tiefer und auch die Federn zu soft. Haben die Gabel jetzt auch nochmal überprüft, ob die auch krumm ist. Nein, die ist nicht krumm, die ist gerade, da ist auch nichts passiert. Haben jetzt dann auf 10er Federn gebaut, die 9,5 raus. Luftpolster auch auf 190 gemacht, wie wir es dann da gemacht haben, dass wir jetzt einmal wirklich gleiche Motorräder haben. Gabelüberstand auch quasi bündig mit dem Außenrohr, bis auf die Narbe. Und Federbein sind wir jetzt gerade dabei. Da war auch das Setting anders als bei der. Also das Druckstufensetting war bei der schon erhöht und bei der aber nicht. Das heißt, die war grundsätzlich so ein bisschen tiefer, so ein bisschen softer.
War auch ein leichterer Fahrer drauf unterwegs. Da ist Jorge Navarro drauf gesessen, oder? Ich meine, ja. Ja, genau. Von dem her, ja, jetzt bauen wir das Federbein noch ein und es ist mittlerweile 17.20 Uhr, wir haben schon ein paar Stunden auf dem Buckel. Ein paar werden es noch, aber dann wird das Ergebnis hoffentlich. So Christian, deine zwei Bikes sind wieder gut verladen, so wie es aussieht. Du bist am Weg nach Rijeka. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß damit. Du hast gesehen, was wir alles gemacht haben. Vielleicht für die Zuschauer nochmal kurz. Wir haben die Gabel jetzt letztendlich vorne ja in Stand gesetzt mit dem neuen Gabelhalm, mit einem neuen Außenrohr. Jetzt hast du auch gesehen, jetzt spricht das auch wieder richtig schön an und so. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ist, wir haben jetzt zwei identische Bikes. Du hast jetzt von mir ein Setting bekommen, mit dem wir aus unseren Erfahrungen hergehen und sagen, okay, das funktioniert für die Yamaha, für deine Rundenzeit, für dein Körpergewicht. Und jetzt liegt es an dir, dass du 6 Sekunden schneller bist. Mindestens. Spaß beiseite. Du fährst nach Rijeka, du hast von mir jetzt ein Setting-Sheet bekommen, da wo alles drinsteht, was vorher war, was nachher ist, Prüfstandsprotokoll etc. pp. Für dich ist jetzt wichtig, dass du jetzt hergehst und mal 1, 2, 3 Turns fährst und mal reinhörst ins Motorrad. Ne? Mal fühlst, wie macht's denn, wie tut's denn. Und dann nimmst du das Telefon in die Hand und rufst mich an. Okay. Und sagst hier, Herr Meindl, so und so, alles scheiße, komm runter nach Rijeka und ändert das. Nee. Schonungslos. Spaß beiseite. Nee, natürlich, klar, ehrlich. Du sagst mir, ich frage dich, wie ist in der Kurve, wie ist da beim Anbremsen, wie ist beim Rausbeschleunigen, wie kannst du die Linie halten? Damit wir dann von der jetzigen Basic, die wir haben eine gute Basic, noch so die ein oder anderen kleinen Steps weitergehen können. Okay. Und ja, ich denke, für dich war es eigentlich gut, weil wir viel gefunden haben. Viel Fehler gefunden haben, die tief vergraben waren, die man nicht offensichtlich sofort sieht. Und von dem her liegt es jetzt, wenn alles passt, nur noch am Fahrer. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich tierisch auf das Event, tatsächlich jetzt auf die 4 Tage. Und was ich auch nochmal sagen muss, ich habe ja gar nicht gedacht, dass da jetzt so viele Baustellen am Ende des Tages sind und dass da wirklich so viel Zeit investiert werden muss. Deswegen nochmal schönen Dank an dich und auch an dein Team, allen voran Stefan, dass sie gestern auch tatsächlich Überstunden machen durften. Ist er da irgendwo? Dass ich verstehe? Ja, hört nichts. Denn das war ja doch ein langer Abend gestern, ja. So war das ja gar nicht geplant. Und da bin ich froh, dass es gerade gepasst hat und ihr auch die Flexibilität hattet, das dann so umzusetzen. Und ja, heute Morgen ist es dann ja erst fertig geworden. Das war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und ja, ich bin gespannt, was draus wird jetzt. Ich werde mich melden. Cool. Ja, Rennsport ist natürlich immer individuell. Da gibt es keine geregelten Arbeitszeiten zum Leid der Mitarbeiter. Aber gut, ist halt so. Ne? Auf der Rennstrecke wird auch am Wochenende gefahren und bis in die Nacht reingeschraubt und die Zeit kann man sich anderweitig wieder zurückholen. Ja, du rufst mich an, wenn was ist. Wenn du irgendwelche Fragen hast, nimm das Telefon in die Hand, ruf mich an und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß mit Rijeka, gute Rundenzeiten und vor allem sitzen bleiben. Ne? Machen wir so. Danke. Danke, Christian. So, für alle die auch gerne mal so einen Fahrwerkservice machen möchten oder einfach mal schauen wollen, ob sie überhaupt Bedarf haben, wir haben auf unserer Homepage ein Sheet, also ein Dokument, das ihr ausfüllen könnt mit diversen Fragen, wie euer Motorrad in diversen Fahrsituationen sich verhält. Und da kann man mal einfach eine kostenlose Bedarfsanalyse machen und mal schauen, ob ihr überhaupt Bedarf habt. Vielleicht habt ihr ja das perfekte Fahrwerk oder vielleicht gibt es ja doch noch die ein oder anderen Sachen zu verbessern. Somit danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Gebt gerne einen Daumen hoch für das Video. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hoffentlich. Bis dahin und ciao.